Bischof Nikolaus aus Myra, das heißt das heutige Anatolien. Das heißt also, ich bin ein Türkischmann. Und viele Gasteiner Mitbürger sind ja ebenfalls aus diesem Gebiet. Darum ist es mein Anliegen, dass auch diese Menschen an unserem schönen Brauchtum teilhaben. Und ich möchte einen Beitrag zur Integration leisten und zur Völkerverständigung. Und ich möchte daher meine heutige Nikolauspredigt auf deutsch-türkischen Dialekt halten. Ich hab's noch nicht wirklich drauf, aber das müssen wir heute nachsehen. Ich probier's. Hallo Ahmed, Erkan, Ayşe, Elif und auch Fatima. Ey, was guckst du denn so deppert? Nikolaus ist heute da. Hab ich Vollbart, hab ich Halbmond, hab ich krasses Outfit an, komm ich ganz konkret aus Myra, bin ich echte Türkischmann. Sprecht da ich nichts gute Deutsche, ja, das tut mich wirklich leid. Ey, was soll ich sagen, Alter, Türkisch kann ich auch nichts gescheit. Chef mich schicken und ich bring da schönen Gruß von Himmel, Fatih, für Familie Karakaya, Yüksel oder Uslu, Fatih. Ihr nix denken, meine Engel, ist sich eine deutsche Dus, die Frisur nur blonde Farbe, sie kommt auch vom Bosporus. Du nix glauben, ey, ich schwöre auf die heiligste Koran, sie ist eine Tochter ledig von dem Sultan Erdogan. Kleine Mann mit Gaslaterne und mit fette Bugelkraxen hat gehütet Ziegenherde und auch Stall von Schaffelhaxen. Habt ihr Problem oder was jetzt? Ey, ist besser, seid ihr frech nicht. Gut, Kollege kommt aus Ordu und sein Name, der ist Mehmet. Er ist fleißigste bei Arbeit, ganz korrekt und auch sehr nett. Sommer ist er auf der Baustelle, Winter dann bei Taxi-Jet. Und weil jeder Türke logisch mit der Automarke protzt, haben wir den Gürtelträger in der Garage aufgemotzt. Tiefgelegte Lederhose, Batschen, breit wie Sportcoupé. Jetzt passt er zu uns wie Audi oder Dreier BMW. Draußen wartet schon der Scheitan, so du türkisch Teufel heißen. Müsste aber jetzt nicht ganzes Kebab in die Hose scheißen. Aber kann ich euch noch geben, gute Tipp, dann geht nichts schief. Krampus niemals produzieren, denn sonst wird er attraktiv. Jetzt noch flüchten tut nichts nützen, Lucifer wird euch nicht schonen. Er weiß nämlich ganz konkret schon, wo von euch das Haus tut wohnen. Schlimme Menschen tut er schlagen mit dem Ruten im Akkord. Solltet ihr nichts überleben, fällt das unter Ehrenmord. Nun zum Abschluss teile ich aus noch Döner aus dem Gürtelkübel, stammt von Chefkoch aus Antalya, heißt mit Name Isver Übel. Wünsche ich gutes Appetit doch und auch einen schönen Nacht. Könnt ihr sehen an meiner Predigt, Deutschkurs hat sich vollgebracht. Auf Wiedersehen, liebe Ümit, Söngil, Ahmed, Mustafa, Füllül, Güllük wünschen wir euch und ein gutes neues Jahr.